Zwei Wochen vor dem Saisonfinale in der Regionalliga West geht es für die Zweitvertretungen von Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln zumindest tabellarisch nicht mehr um allzu viel. Allerdings hat selbst dieses kleine Rhein-Derby eine Menge mit Prestige zu tun. Angeführt von Kapitän Lex Tiger Lobinger, der in dieser Saison bereits neunmal für die Profis auf dem Rasen stand, will die Fortuna den 9. Tabellenplatz sichern. Beim 1:1 im Hinspiel hatte Lobinger einen Ausgleichstreffer für Düsseldorf erzielt. Doch den besseren Start erwischen die Kölner. Kuyunchu probiert es mal aus der Distanz. Und auch wenn es da noch an der Präzision fehlt, es ist zumindest mal ein erster Warnschuss. Und auch in der Folge haben die Gäste mehr vom Spiel. Achtung, der lange Ball rutscht durch bis zu Mittelstädt. Mittelstädt gegen Nickel Joglu. Was für ein Einsatz. Was für eine Rettungstat des gerade einmal 20-jährigen Innenverteidigers. Und dann kommt auch mal von der Fortuna etwas Offensives. Riesenchance für Lobinger, aber Jonas Urbeek mit einem herausragenden Reflex. Es ist der Auftakt zu einer stärkeren Phase von Düsseldorf. Wieder kommt der Ball zu Lobinger, aber der 23-Jährige stand leicht im Abseits. Der FC lauert unterdessen auf Ballgewinne, so wie in dieser Szene. Schwirten tankt sich da klasse durch. Aber auch Fortuna-Keeper Dennis Gorka ist zur Stelle. Danach ist Pause, beide Teams hatten gute Möglichkeiten zur Führung, aber vor allem zwei stark aufgelegte Torhüter verhindern bislang einen Treffer. Und auch nach dem Seitenwechsel bleibt dieses Derby äußerst umkämpft. Jetzt ist es Wang, der mal auf dem Weg in den 16er ist. Klares Foul von Toglu und eine richtig gute Freistoßgelegenheit. Die verpufft aber völlig harmlos. Der besondere Reiz an diesem Duell ist, dass beide Mannschaften den Weg in die Offensive suchen. Dadurch entstehen Platz für Umschaltmomente. Bislang bleiben die jedoch allesamt ungenutzt. Der FC wechselt dann aus. Wang geht vom Platz. Für ihn kommt Vincent Suchanek neu in die Partie. Köln wird im Laufe dieses zweiten Durchgangs aber immer dominanter. Viel Platz auf der linken Seite und dann kommt die Fortuna einfach nicht in die Zweikämpfe rein. An der Strafraumgrenze wartet der ebenfalls eingewechselte Leon Waldminghaus. Der Abschluss allerdings kein Problem für Gorka. Und so sind wir jetzt langsam schon in der Schlussphase. Eins vorne weg, es wird richtig turbulent. Den Auftakt macht der FC mit diesem Ballgewinn. Petermann nimmt Schwirten mit, Joshua Schwirten mit der fast perfekten Flanke. Um ein Haar, die Riesenchance zur Führung. Wir gehen in die 78. Minute, ein langer Ball und der geht irgendwie durch bis zu Kraus und der findet Vincent Suchanek. Der späte Führungstreffer für den FC in diesem Derby. Die Vorarbeit von Thomas Kraus ist absolute Klasse. Fällt der Fortuna darauf nochmal eine Antwort ein? 7 tankt sich dadurch gegen 4 Mann und bekommt dann keinen Freistoß. Solche Szenen erhitzen die Gemüter auf der Trainerbank. Vor allem Vereinslegende und Co-Trainer Andreas Lampertz ist gar nicht mehr einzukriegen. Das passt dem Schiedsrichter überhaupt nicht. Nach erneutem Meckern zeigt der Lampertz glattrot. Rein sportlich betrachtet versucht der FC das jetzt herunterzuspielen und hat kurz vor Schluss die Chance zur Entscheidung. So aber bleibt es am Ende beim 1:0. Köln gewinnt dieses Rhein-Derby nach einem Kraftakt. Die Stimmen zu diesem Duell. Ja, ich denke, wir sind ein bisschen schwer reingekommen. Ersten 10 Minuten waren wir nicht so da, dann aber gut ins Spiel gefunden. Hatten dann auch durch Tiger eine gute Torchance, machen das Tor halt nicht. Und ich glaube, war ziemlich gleichwertig und ich denke mal, unentschieden wäre verdient gewesen. Aber kommt halt ein langer Ball, die machen das Ding und das hat uns halt gefehlt. Ne? Ich fand, wir sind in der ersten Halbzeit sehr gut reingekommen, war ein gutes Spiel von uns. Umso schöner, dass ich dann reinkomme und das mit dem Tor nochmal krönen kann, dass wir die 3 Punkte mitnehmen nach 5 Spielen ohne Sieg.
Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung und auch mit meiner eigenen. Und ich denke, daran sollten wir anknüpfen und die letzten Spiele jetzt auch noch mit 3 Punkten einfahren jeweils. Für mehr solcher Emotionen lasst doch gerne ein Abo da bei KickTV.